Moin Moin, grüezi wohl, servus die Waren und herzlich willkommen bei Was ist neu in the Forest mit der Axt im Walde, das bin ich. Und heute spielen wir die Version 0.63. Ich sag hier an dieser Stelle Hut ab vor den Entwicklern, die haben sich richtig ins Zeug gelegt. Wir haben einen Haufen, sag ich mal, kleine Änderungen, ja, die bitte auf jeden Fall nachschlagen im forum.survivetheforest.net. Ich gehe diesmal nicht auf die Theorie-Neuigkeiten ein, wirklich, die werfen wir komplett jetzt in dieser Folge über Bord. Wir gehen direkt hin zu dem, was es tatsächlich neu, und ich springe auch zu dem ersten Punkt, den ich demonstrieren möchte. Im Optionsmenü unter Gameplay bekommen wir hier zwei neue Optionen. Das eine ist das Ghost Building Tint, ja, das ist quasi hier die Einfärbung der Blaupause. Und das andere ist das Ghost Building Opacity. Das ist die Intensität der Transparenz von hier so einer Blaupause. Ja, bei mir ist das 63%. Ich habe heute schon ein bisschen rumexperimentiert. Dementsprechend auch was aufgebaut für euch, um das schön hier durchlaufen zu können. Und ja, ich muss sagen, 63%, das ist für mich ganz gut, ja. Da lässt sich auch bei Tageslicht, bei hier Mittagssonnenstand wirklich gut was erkennen. Sonst ist das hier, ich sag mal, teilweise die Hölle, was zu erkennen. Und viele kennen das auch aus den vorangegangenen Versionen der mittlerweile 3 Jahre The Forest Alpha-Version. Ja, das mal nebenher angemerkt. Ja, und wir wählen hier oben die Farbe aus, die Einfärbung. Ich habe hier blau gehabt, ja, blau. Dann kommt hier so ein, weiß nicht, lila oder was das eben ist. Direkt hinten nach ist dann grün und dann gibt es weiß. Ja, weiß kennen wir hier. Ich mach mal blau. Blau gefällt mir persönlich ganz gut. Und wenn wir hier jetzt, sag ich mal, eine Feuerstelle bauen möchten, dann sieht das so aus, ja. Das ist jetzt auch mit 63% Intensität. Transparenzintensität. Und ich gehe dazu auch mal in das Optionsmenü hinein. Ich mache mal hier grün, ne? Grün, und dann ziehen wir das runter. Das war hier eingestellt bei mir, nachdem ich hier mit dem neuen Update losgestartet habe, auf 8%. Ja, das ist hier, ja, das grenzt ja eigentlich an Wahnsinn. Wahnsinn. So, ja. Grün, ne? Grün sieht auf jeden Fall schick aus, aber ihr kennt das auf jeden Fall. Es ist zu wenig an Intensität, wie auch immer hier, damit man das gut erkennen kann. Irgendwo hier um den Drehbereich sind wir 70% sind wahrscheinlich auch, ja, das läuft mal hier, ne? So gefällt mir das auf jeden Fall. Das sind definitiv zwei tolle Neuerungen, die ich besonders spannend finde. Und ich packe jetzt mal aus die Pistole. Ja, die kennen wir, die hat jetzt eine Zielvorrichtung bekommen und ich weiß auch nicht, ob das hilft, ne? Ich nehme an, diesmal kommt mir hier keiner entgegengesprungen, um sich freiwillig bereit zu erklären, in hier ein Let's Play von mir sich zu opfern, nur zu Demonstrationszwecken. Diesmal kommt keiner, ist auch gut so. Ich möchte nicht andauernd, auch wenn das virtuelle Sinn, umbringen. Wir kommen auch zur nächsten Neuerung. Neben hier der Zielvorrichtung gibt es noch eine. Na, das ist keine Waffe an für sich, noch ein Gegenstand, der hier verbessert wurde. Das Feuerzeug ist es nicht. Es ist hier die Taschenlampe. Ja, die Taschenlampe sieht jetzt ein bisschen schicker aus, hat ein neues 3D-Modell bekommen. Das kann man hier vielleicht ein bisschen erkennen. Ja, nicht so ganz, aber ich sag mal, der kundige Vorspieler, dem fällt das sofort auf, ja. Das wird jetzt hier von den Entwicklern auch bezeichnet als taktische Taschenlampe. Und das Ganze hat auch hier, kennt das der Kundige der Forest-Spieler, er sieht das mit freiem Auge sofort. Bei Tageslicht ist hier eine Taschenlampe bisher noch nie zu erkennen gewesen, ja. Hier aber sofort, Tageslicht. Es gibt hier für Mod-AP, ne, gibt es hier einen schönen Mod, der nennt sich Better Flashlight. Und der Effekt, den hier die Taschenlampe in diesem Mod hervorgerufen hat, ist von der Intensität an für sich ganz genau wie hier, ja. Das heißt, der Mod hat das wunderbar bereits durchgeführt. Ja, und die Entwickler haben das schön übernommen. Wo ist meine Taschenlampe? Ich weiß es nicht. Ich habe hier auch zu Demonstrationszwecken, ihr habt das gesehen, kurz mal hier Nacht über. Die Mod-AP funktioniert in der neuen Version natürlich auch. Ich habe das bereits hier aktualisiert, dass das mit
der Version 0.63 funktionieren kann, beziehungsweise im Mod-API hier sich die neue Versionstabelle runterladen kann. Ja, das war auch die taktische Taschenlampe. Ich stecke mal hier wieder die Pistole einfach mal ein. Und wir gehen hier rüber. Was ist hier neu? Ja, ein ganzer Haufen. Wir haben hier einen Knochenstuhl bekommen. Ja, Knochenstuhl ist ein neues Dekorationsobjekt. Ich setze mich hier hin und... Ja, wir begutachten das auch gerade, was hier neu ist. Gegenüber, meine Herren und Damen, ja, unser, sagen wir mal, imaginärer Gast oder nebenan, der ist unsichtbar, wir wissen es nicht. Er sitzt auch auf einem Knochenstuhl. Zwischen uns ist hier ein kleiner Tisch. Die Entwickler bezeichnen das als kleinen Tisch. Und wenn wir hier hineingucken zum kleinen Tisch. Ja, nee, hier. Side Table. Ist das nicht unbedingt nur ein kleiner Tisch, denn der Side Table ist auch ein Beitisch. Ja, und genau so sieht das aus. Damit zusammen haben wir auch eine Holzcouch bekommen. Ja, das ist nicht nur eine Couch mit oder aus Holz, sondern hier schick mit einem Leder drauf. Ne? Und nun, meine Damen und Herren und liebe The Forest Fans, das ist hier die Feuerstelle. So ein, weiß nicht, so ein altehrwürdiger Kamin, ne? Aus Stein, ja, ich sag mal, da haben wir uns nicht lumpen lassen, was uns die Entwickler hier angeboten haben. Und ich habe natürlich hier unten rein eine Feuerstelle hier auch, eine kleine, so ein Feuerteil gebaut. Ja, und ich denke mal, wir nutzen diesen Effekt hier erstmal ordentlich. Nicht nur aus. Und so. Ja, komm jetzt hier. Oh, Stein. Na, komm mal hier. Hat hier jetzt noch einer Wünsche offen? Ein Gläschen Wein vielleicht, ne? Na, so sieht das aus. Freut mich auf jeden Fall, was hier an Dekorationsmaterial neu hinzugekommen ist. Muss ich wirklich zugeben, ich habe hier oben auch schon so einen Trophäenkopfhalter dran gepappt mit einem Hai, den ich mir hier vorne von, ja, die sind jetzt weg, ausgeborgt habe. Und, ja, wir sind noch nicht durch, wir haben noch Dekorationsobjekte. Ich weiß nicht wirklich, was damit anzufangen. Das nennt sich hier Stockbilderrahmen. Genau, das ist der Stockbilderrahmen. Und dann gibt es dazu den dazugehörigen Knochenbilderrahmen. Wobei, eigentlich, wenn wir es genau nehmen, ist das nur ein Knochenrahmen. Ja, von Bild schreiben die Entwickler nichts, aber es ist, ja, ich weiß nicht. Auch hier, Stockrahmen. Ja, mit einem Fell durchgespannt dahinter. Und die letzte Neuigkeit bei den Dekorationsobjekten ist hier so ein Knochenkronleuchter. Ne? Ja. Hab hier auch ein bisschen hier die Decke. Ist keine Decke, ist hier eine falsche Decke. Ja. Und eigentlich ein Boden. Habe ich hier ein bisschen hier so zusammengepappt. So ein bisschen, auch nicht ganz, ich denke mal, rechtmäßig ordentlich gebaut. Aber hier zu Demonstrationszwecken für diesen Kronleuchter reicht das hier ohne Zweifel aus. Ja, meine Lieben, wir latschen jetzt ein bisschen hier durch. Denn es geht an für sich in Richtung der ganz, ganz großen... Ja, wenn das noch nicht euch hier ein bisschen beeindruckt hat, dann gibt es jetzt noch was. Das wird euch hoffentlich, hoffe ich, ja, schon beeindrucken. Hier erstmal... Oh Gott, hier der Sonnenstand, ne? Gut, ich möchte hier das schon ein bisschen sehenswert machen für euch, ne? Und es geht ein bisschen schlecht, wenn hier der Sonnenstand nicht gerade hier hilfreich ist. Gamma, ja, bitteschön. Wo ist denn das, was wir brauchen? Ja, das dauert einen kleinen Moment. Ja, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Nicht zu viel, nicht zu viel, nicht zu viel. So. Ja. Das hier, meine lieben Freunde, ist ein Vogelhaus, ne? Vogelhäuschen, hier aus Holz gebaut. Ja, hat hier den Effekt, wenn Vögel drankommen, beziehungsweise von angezogen werden,
hinterlassen die ihre Federn für uns im Vogelhaus. Ihr habt das gerade gesehen, ja. Haben mir eine Feder genommen, weil mir das angezeigt wurde. Und ich denke mal ab und an, ja, komm mal hier, komm, nee, kommt nicht. Ab und an kann man hier auf jeden Fall beobachten, wie hier Vögel landen, sich auf jeden Fall kurz zur Rast setzen. Ich denke mal auch Nahrung zu sich nehmen. Ja gut, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Vogelhaus, ganz neu dabei, neues Gebäude, ganz neu. Ja, was ist das? Ne? Ein Garten, das ist richtig. Jeder sieht das an für sich sofort. Der Forest ein bisschen kennt, das ist ein Garten. Aber was ist das für ein Mördergarten? Hat sich hier im Prinzip nicht verändert. Ja, Small Garden nennt sich nach wie vor kleiner Garten, ist aber kein kleiner Garten. Dieser Garten ersetzt jetzt hier den bis hier vorhandenen Garten. Ihr seht das, das sieht auch gleich aus. Ich latsche hier mit einer Blaupause durch die Gegend und ich drücke mal jetzt hier linke Maustaste. Bewege mich jetzt weg. Ja, das, ihr seht das, ja, wie sich das hier mit mir mitbewegt. Und in der Größe variiert. Und das wird auch so rot, wenn das dann nicht zu bauen geht, weil hier irgendwo so ein Teil uneben, genau, wenn das hier eine unebene Oberfläche ist. Oder eben irgendwas hier zwischen liegt, ja, dann geht das nicht. Dann kommt das nicht mehr. Ich drehe hier gerade nur eben die Zeit ein bisschen wieder, damit das gut hier, ne, Sonnenstand, ja gut, passt. Damit man hier was sieht, wieder bei Tageslicht. Und der Garten funktioniert auch ganz gleich, das Tolle, und das ist eigentlich die der Hauptgrund der Entwickler, warum das so gebaut worden ist, warum wir hier so einen riesen Garten jetzt anlegen können, damit man hier viel mehr Pflanzen unterbringen kann. Ich habe hier dank Mod AP Cheat Menü zur Verfügung hier über 599.000 Samen von ich weiß nicht welche Pflanze das ist und könntet ihr jetzt auch hier alle einpflanzen. Ja. Und ich sag mal jetzt hier, ich spiele hier mal ein paar Endgame-Tage, ne? Und dann sind hier fast schon Bäume, sag ich mal, die rauswachsen, ne? Ja, bevor wir hier weiter zur Tat schreiten, meine Lieben, wirklich, bevor wir hier weiter zur Tat schreiten, ich möchte euch noch eine Kleinigkeit zeigen, so als zwischendurch Appetizer, wie man das heutzutage nennt, ja? Es gibt eine neue Waffe hier im Spiel. Ich denke mal, nee, das ist nicht auf der Taste 4, auch nicht auf der Schnellwahltaste 3, sondern auf der Schnellwahltaste 2. Das ist die Machete, meine lieben Freunde, The Forest Fans und auch Liebhaber, das ist die Machete. Wir latschen hier auch mal durch und hört mal gut hin. Jo, ist ein auf jeden Fall ein nettes Werkzeug. Jedoch ist hier die Machete nicht gerade stärker. Und ich denke auch nicht schneller. Vielleicht ein bisschen hier mit dem Links-Rechts, ich weiß es nicht. Ja, aber stärker ist sie nicht. Hier dieses Ästegerüst hier benötigt noch immer zwei. Richtig. Zwei von diesen Hieben. Und jetzt kommen wir hier zu den wirklich spannenden, lustigen Neuerungen. Bäume haben eine neue Eigenschaft, meine Lieben. Nämlich, sie können mehrere Gebäude beherbergen. Und wir haben hier eine Baumplattform, zu der wir jetzt erstmal hochklettern. Und wirklich, ich habe auch irrelang drauf gewartet. Die Entwickler haben das eingebaut. Ich dachte hier, das wird nie was. Ja? Seht ihr das? Seht ihr das? Ja, ihr wisst, was das ist. Das ist hier eine Seilrutsche. Die Seilrutsche gibt es an für sich in zwei Formen. Und befindet sich im... Ja. Hier. Direkt nach hier diesen hier Stockmarken oder wie die heißen und dem Kletterseil, Baumharz-Sammler kommen hier... ja, das ist die freistehende Seilrutsche. Ja, Obacht, da kommen wir noch dazu. Wir haben hier ein Vogelhäuschen, ja, das kennt ihr bereits. Wir haben hier die
Baumseilrutsche, die befindet sich genau hier. Und das ist das Ding, das ich hier gebaut habe. Die Baumseilrutsche lässt sich, wie ihr aber gut hier erkennen könnt, entweder von Baum zu Baum anbringen oder aber von Baum zu Boden. Und ich mache das jetzt hier echt zum ersten Mal mit euch. Ja, ich stelle mich hier hin und bin wirklich gespannt, was jetzt auf uns zukommen wird. Los geht's! Wow! Wow! Sag mal, das macht hier richtig Spaß, ja? Ich bin auch ein bisschen positiv überrascht hier. Wenn man hier runterkommt, muss man an und für sich nichts drücken an Bewegung. Der Charakter ist ein bisschen mit Beschleunigung noch unterwegs. Ja, und wow. Ich sag mal, an und für sich so, wie das auch in der Realität ablaufen würde. Man kommt hier ein Momentchen runtergesegelt und hat noch immer einen ordentlichen Zug hier drauf. So, was ist hier los? Ja, ich habe auch eben vorbereitet. So. Oh, nee, ich muss noch etwas vorbereiten. Kleinen Moment bitte. So, nun ist es aber hier, dass meine lieben Freunde und Abonnenten, ja, meine lieben Zuseher, das hier ist ein Aufzug. Die Entwickler benennen das auch als Kran-Aufzug, ja, weil man damit hier nicht nur Baumstämme und dergleichen transportieren kann, sondern das ist hier wirklich. Ich komme hier, ich drücke gerade die nach vorne laufen Taste. Die nach unten laufen Taste geht nach unten, ja, und lässt hier automatisch aus. Das auch Obacht. Ich nehme das und ich laufe nach vorne. Und ziehe, das ist hier cool, ne? Und hier Vorsicht. Sobald das hier an das Ende geht und ihr bleibt hier auf der nach vorne laufen Taste drauf, läuft euch der hier über diese Abgründe drüber, ja, über diese Ränder hier. Und dann ratzfatz hier seid ihr unten gelandet, das ist nicht toll, ja, tut auch oft weh, denn nicht jeder und vor allem viele laufen hier nicht mit Mod AP und dem Cheat-Menü durch die Gegend. Von daher Obacht, ja, beim Aussteigen. Hier habe ich mir direkt ganz schön dran gepappt. So eine kleine Stufe. Stiege sieht hier eher wie eine kleine Plattform aus. Tja, und das hat auch einen Grund. Wir haben heute hier ein bisschen einen speziellen Rundkursus aufgebaut. Beziehungsweise mit dem können wir aufwarten. Und ich darf hier präsentieren. Das ist jetzt hier die Seilrutsche Nummer 1 mit der Torvariante. Ja, ein Tor steht hier bei mir, das andere Tor steht hier unten und das ist auch, ich denke mal, die maximal mögliche Entfernung, die man mit hier dieser Seilrutsche tatsächlich hier realisieren kann und ich freue mich drauf. Los geht's, wir sind am Start. Oh Mann, ja, richtig. Und hier direkt, gut, das ist natürlich, ich bin hier vorhin das erste Mal hier runtergerutscht, ne? Und ich habe das nicht so geplant, aber ich sag mal, auf der anderen Seite ist das vielleicht auch nicht so schlecht. Man wird ein bisschen aufgefangen, aber das ist hier schon ein ordentlicher Ride, wie das hier runtergeht, ne? Wow. Flying Fox virtuell. Ja, jeder, der das hier in echt mitgemacht hat, freut sich definitiv, hier das mal ausprobieren zu können. In der virtuellen Variante. Ist natürlich nicht so spannend, aber wow. Wirklich hier für ein Computerspiel? Ich finde das schon schick. Definitiv. Ja. So, und ich sag mal, da sind wir auch wieder zurück in der Hauptbasis, wo wir angefangen haben. Das war, was ist neu in The Forest? In der Version 0.63. Ich sag danke fürs Zugucken. Vielen Dank fürs Abo. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss.